Hallo und herzlich willkommen zum Karton. Ja, wir hatten Pilzanzucht schon mal angefangen vor kurzem, hat wunderbar funktioniert. Und da ich da so begeistert von war, dachte ich mir, okay, dann machst du das Ganze einfach nochmal, um ja nochmal Pilze ernten zu können, beziehungsweise bei der anderen Anzucht können wir ja noch ernten, aber ich wollte dann doch mal jetzt ein zweites Set starten, um dementsprechend auch einen Versuch machen zu können später. Aber nun ja, da brauche ich noch nicht viel zu erzählen, denn das kommt wie gesagt erst später. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier drin haben. Ja, das Pilzanzuchtset kann man jetzt so schon erkennen, denke ich mal. Das brauche ich jetzt nicht rausholen, denn das ist unheimlich schwer. Dann habe ich etwas Papier und dann habe ich mir nochmal Abdeckerde bestellt, um gegebenenfalls die alte Pilzanzucht nochmal neu starten zu können. Zumindest war das so die Idee. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir dann später sehen. Die werden wir natürlich erstmal noch kühl lagern, dementsprechend. Und dann würde ich sagen, werden wir dieses Paket hier heute neu starten, weil es unheimlich schwer kriegt das jetzt so hier raus. Moment mal, ich versuche es einfach mal. Alter Schwede. Ja, ich würde sagen, starten wir das Paket einfach jetzt mal gemeinsam. Steinchampignon, die zweite, weil sie so lecker sind und es so einfach ist, sie tatsächlich selber heranzuziehen. Von daher machen wir das Ganze noch einmal und voraussichtlich noch einmal und noch einmal und noch einmal. Denn sie sind tatsächlich super, super lecker. Viel erklären werde ich heute nicht mehr. Ich habe das Ganze ja schon mal gefilmt für euch beim Versuch damals. Hier ist eine komplette Anleitung drin, wie das Ganze funktioniert. Also das ist überhaupt nicht schwierig. Ganz, ganz easy, ganz einfach. So, jetzt haben wir hier die Folie für später zum Drüberziehen, wenn das Ganze soweit ist, aber das hat noch Zeit. So, auch hier ist natürlich dementsprechend die Abdeckerde mit dabei und das fertige Pilzmyzel. Das sieht dann jetzt so aus, das Ganze ist abgedeckt hier mit der Folie. Die werden wir dann vorsichtig abziehen hier und dann dementsprechend erstmal die Deckerde draufpacken. Hier sehen wir jetzt das gewachsene Pilzmyzel. Wir machen das jetzt das zweite Mal. Beim letzten Mal habe ich einfach die Deckerde drüber gepackt. Diesmal werde ich es anders machen. Ich werde das Ganze ein bisschen auflockern, um hier ja etwas mehr Luft reinzubringen und dementsprechend das Ganze auch ja halt ein bisschen aufzulockern, um besser zu verteilen, damit wir hier nicht so Gebirge haben in dem Sinne. Ob das dementsprechend jetzt besser klappt oder nicht, weiß ich noch nicht. Das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Aber man weiß ja nicht, wahr? Versuch macht klug. Und von daher werden wir es diesmal machen. Denn im inneren Bereich ist letztes Mal nicht ganz so viel gewachsen. Ganz einfach, weil hier die, ja, ich denke mal, die Deckerde drauf liegt und das Ganze dadurch ein bisschen runtergedrückt ist. Weniger Sauerstoff reinkommt. Ich werde es einfach versuchen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es dadurch dann jetzt besser funktioniert oder nicht. Wir machen es einfach mal, um dementsprechend zu sehen, was denn dann passiert. Aber ich denke mal, dem Ziel macht das nichts hier, wenn ich das Ganze auflockere. Von daher sollte das vielleicht wesentlich besser funktionieren. Ja, mit den Fingern nicht reingreifen, das ist ganz wichtig, damit wir hier ja, uns keine Bakterien oder irgendwas reinholen, was dann dementsprechend nicht so optimal ist. Aber etwas mehr Luft hier rein, denke ich mal, ist gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, das ist ein Versuch, nicht wahr? Wir wissen ja, Versuch macht klug. Von daher handhaben wir das dieses Mal einfach so. Aber wie gesagt, ob das dann wirklich besser ist oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Das werden wir aber im Laufe der Zeit sehen. Nur wichtig ist für mich jetzt eben, dass hier ein bisschen mehr Luft einfach hineinkommt. Vor allen Dingen hier im inneren Bereich. Einfach mal reinpacken, ganz ein bisschen anheben vorsichtig, um dort einfach mehr Luft hineinzubekommen. So, das Ganze muss ich jetzt natürlich wieder gut verteilen, damit wir hier keine Gebirge haben. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es dann dieses Mal funktioniert, nicht wahr? Aber wir wissen ja, Versuch macht klug, von daher machen wir das einfach jetzt mal, um zu gucken, was denn dann jetzt passiert. So, dann werde ich die Deckerde ein bisschen auflockern und dann hier drauf verteilen. Die Deckerde jetzt, wo die Nährstoffe mit drin sind hier, ist ein bisschen klumpig, da muss man das Ganze ein bisschen aufarbeiten, natürlich mit sauberen Händen vorher, ganz klarer Fall. Ja, und dementsprechend verteilen wir das jetzt gleichmäßig hier komplett auf die ganze Fläche. Das werde ich euch jetzt nicht komplett zeigen. Also man sieht, das ist, ja, sind Fasern drin und hast du nicht gesehen. Also da muss man schon gucken, dass man das dann dementsprechend halt gleichmäßig verteilt. Ist aber gar nicht so schwierig. Von daher easy. Einfach nur easy. Aber ein bisschen auflockern ist dann doch schon wichtig. So, ich mache das mal eben zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder.
Die Decke ist jetzt fertig hier drauf verteilt. Gleichmäßig das Ganze schön locker, nicht andrücken oder so. Ganz locker das Ganze verteilen. Und dementsprechend drücken wir das jetzt nicht an, sondern klappen das Ganze einfach wieder zu. Und stellen das Ganze jetzt warm. Bei uns etwa bei 21 Grad. Ganz locker nicht festdrücken, also ganz locker nur auflegen. Es kann auch ein bisschen Luft reinkommen. Also hat sich so gezeigt beim letzten Mal, dass es sogar besser ist, wenn ein bisschen Luft hineinkommt. Und dementsprechend stellen wir das jetzt warm. Somit haben wir jetzt unser neues Pilzprojekt gestartet und ich bin gespannt, wie diese Pilze sich jetzt entwickeln, indem ich das Ganze jetzt mal ein bisschen aufgelockert habe. Nun ja, versucht macht klug, das wissen wir alle, von daher können wir das gemeinsam auch dementsprechend weiter verfolgen hier in unserer Serie. So, jetzt wurde ich gestern gefragt in einem Kommentar, ob ich nicht mal Regenwasser messen könnte, von wegen Leitfähigkeit, pH-Wert und so weiter und so fort. Kann ich nicht. Es ist so kalt bei uns, es gibt einfach keinen Regen hier. Es ist einfach, nicht wahr? Es ist nichts da an Regen, was ich messen könnte. Okay, da habe ich mir gestern gedacht, oder das hatte ich ein paar Tage vorher eigentlich schon, diesen Gedanken, und zwar mal Quellwasser zu messen, beziehungsweise Quellbachwasser in dem Sinne, denn direkt an der Quelle konnte ich das Wasser nicht entnehmen, weil das dort alles zu matschig war und zu, ja, das wäre dann alles, ne, nicht so sauber und von daher von den Messwerten her vielleicht nicht so relevant gewesen. Und also ein paar Meter weiter bin ich dann gegangen, wo das Wasser also klar geflossen ist im Bach, wobei momentan auch nicht viel fließt. Also ist so eine, ja, mehr oder weniger so ein paar Zentimeter Pfützen fließen da im Moment. Aber nun ja, ist egal. Ich habe mir das Wasser geholt gestern und habe es dann hier über Nacht stehen lassen, um es mal zu temperieren, damit das also nicht zu kalt ist. Denn draußen ist es, wie gesagt, sehr, sehr kalt. Und von daher hätte das nichts gebracht, das gestern schon zu messen. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen, um mal zu gucken, nicht wahr? Nicht nur die Erden messen, sondern dementsprechend auch mal verschiedene Wasser in dem Sinne, wo man sie herholen kann und was man damit dementsprechend machen kann. Ich denke, auch das wäre oder ist relevant, natürlich dementsprechend auch für die Pflanzenanzucht und was alles so möglich ist. Und von daher haben wir ja schon gesehen, was Osmosewasser und Leitungswasser zum Beispiel hat, Messwerte und dergleichen, das kennen wir ja schon. Und vor allen Dingen, dass Pflanzen besser in Osmosewasser wachsen und andere Pflanzen besser in Leitungswasser wachsen. Auch das wissen wir mittlerweile schon. Das heißt, Klartext, da muss man wieder mal austesten, welche Pflanze wo am besten wächst. Nun ja, das nur nebenbei. Ich würde sagen, wir messen jetzt mal hier dieses Quellwasser, Quellbachwasser, sage ich jetzt ganz einfach mal, weil es nicht direkt an der Quelle entnommen wurde, so ein paar Meter weiter entfernt, und gucken mal, was wir hier für ein, oder auf was für ein Ergebnis wir hier dementsprechend stoßen. So, da bin ich jetzt richtig gespannt drauf, denn ich mache das auch wieder live mit euch, und von daher, ja, ich bin so gespannt, was wir hier gleich dementsprechend messen können. Ja, verstrahltes Wasser, mal gucken. Auf die Plätze, fertig, los, die Spannung steigt. Ich denke mal, der eine oder andere von euch wird jetzt auch, ja, sich überraschen lassen oder ist gespannt darauf, was wir hier für ein Ergebnis erzielen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, wir haben hier einen Mikrosiemens-Wert von etwas über 300. Ich hoffe, ach, ich kann es wieder nicht sehen, ob man sehen kann. Kennst du das? Ja, ne? Aber ich denke mal, man kann es sehen, wenn ich hole es gleich ein bisschen näher ran. Wir haben jetzt einen Mikrosiemens-Wert von, ja, 304, also knapp 300. Das war jetzt der Mikrosiemens-Wert und dann messen wir jetzt mal den pH-Wert. Der pH-Wert liegt hier bei 8,5, also relativ hoch, aber ich würde sagen, das ist soweit noch okay. Mit diesen oder ähnlichen Messwerten habe ich tatsächlich gerechnet, denn wir leben hier auf Kalkstein, wir haben hier Gebirge, ja, Gebirge, Berge, in dem Sinne aus Kalkstein, von daher war es logisch, dass der pH-Wert um 8 und höher liegt, ganz klarer Fall. Und Mikrosiemenswert bei 300 ist auch okay. Also Klartext, wir können dieses Wasser verwenden zum Gießen für kalkverträgliche oder kalkliebende Pflanzen. Das ist dann dementsprechend überhaupt kein Problem. Allerdings für Morbidpflanzen oder auch für Karnivoren ist dieses Wasser dementsprechend natürlich nicht geeignet. Oder auch für alle anderen Pflanzen, die halt dementsprechend lieber einen niedrigen pH-Wert haben möchten. Obwohl wir in der Hydroponik schon gesehen haben, dass auch ein höherer pH-Wert gar nicht so schlimm sein kann. Aber nun ja, das müssen wir weiter verfolgen. Und dann kommen wir jetzt zu einem neuen Testergebnis, was mich selbst sehr überrascht hat. Ja, und ich denke mal, euch vielleicht auch. Und von daher möchte ich euch das auch nicht vorenthalten, auch wenn das jetzt, sage ich mal, ja, ich müsste es eigentlich so ein bisschen geheim halten, aber wisst ihr was, wir sind dazu da, um das Ganze dementsprechend auch aufzudecken, klarzustellen, um zu sehen, was möglich ist, wenn man es denn messen kann, wie wir es machen jetzt. Von daher sind wir hier auf einem sehr guten Wege, euch dementsprechend dann auch mal etwas zu zeigen, wo man sagen kann, tja, was ist denn da los? Also, ich zeige euch jetzt ein neues
Ergebnis, was wir vor kurzem gemeinsam gestartet haben mit den Tomaten in der Erde. Hier haben wir jetzt unsere Testaussaat von den Zwergtomaten. Und zwar in BioGrow, wie man die auch ablesen kann. Und hier einmal BioGrow mit Mykorrhiza und einmal unsere selbst aufgedüngte Terra 3 Erde. Ja, eigentlich selbstreden, was man jetzt hier sieht, nicht? Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Das ist so. Ja, ich habe damit nicht gerechnet, dass das so passiert, ehrlich. Das ist für mich jetzt ein Phänomen, was ich nicht erklären kann. Wurzelwachstum ist da, ist bei allen gegeben, Wurzelwachstum. Also ist jetzt nicht so, dass hier irgendwo keine Wurzeln wachsen würden. Das ist alles okay. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier tatsächlich gegeben, dass wir komplett anderes Wachstum sehen können. Ja, bin ich selber ein bisschen überrascht drüber, aber nun ja, ich meine, ich muss es euch zeigen, nicht wahr? Denn wir wollen ja gemeinsam etwas weiterkommen. Ich hole das Ganze mal ein bisschen näher ran hier. Hier können wir jetzt keinen großen Unterschied feststellen, die beiden Varianten im BioGrow. Man müsste noch viel mehr austesten, ich sag's euch. Ja, es ist definitiv so, man sieht hier Wachstum gegeben, aber ganz verhalten. Ich verstehe es nicht richtig. Aber nun ja, ist ja egal. Ich muss es euch zeigen, damit ihr das dementsprechend auch mitnehmen könnt. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, die selbst aufgedüngte Kokoserde. Also, ja. Verkaufe ich vielleicht demnächst meine eigene Erde? Lol. Nein. Warum ist das so? Meine Güte. Können die Menschen nicht irgendwie was produzieren, was einfach funktioniert, ey? Ja, der Detlef, der muss hier rumtesten für euch, damit wir dementsprechend immer weiterkommen. Also ich verstehe es nicht, ehrlich. Es ist so genial, wenn man das mal sieht. Also es ist nun wirklich nicht schwer, so Kokoserde aufzudüngen. Leute, warum kriegt ihr das nicht hin? Also es ist ein Phänomen, das ich nicht verstehen und nicht erklären kann. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen stinksauer drüber, weil das darf einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, Wissen ist Macht, nicht Wissen ist manchmal besser. Ja, ist nun mal so. Wir sind angefangen mit dem ganzen Kram, mit der Messtechnik und von daher begleiten wir das gemeinsam weiter. Kurz nochmal gesagt zu der BioGrow-Erde. Wir haben damals diese Tomate hier, auch in BioGrow gepflanzt, einen Monat früher als diese hier. Dementsprechend könnte man sagen, okay, in einem Monat sehen diese dann auch so aus, gehe ich auch davon aus, dass sie in einem Monat so aussehen. Auch hier sieht man, also sie sind richtig kräftig grün, richtig schön gewachsen. Gut, ist jetzt eine Zwergform, von daher ist es nicht ganz so tragisch, wenn sie langsam wächst. Kann auch ein Vorteil sein sogar, aber ich denke mal, es ist nicht so, soll nicht so gegeben sein. Ich meine, nicht, wenn man diese beiden Varianten jetzt mal sieht, die selbst aufgedüngte Erde und halt die gekaufte gedüngte Erde. Also, ja, meine Güte, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich sage jetzt mal gar nichts mehr dazu, sonst mache ich immer noch einen Boomer. Vielleicht habt ihr auch die gleiche Erfahrung schon gemacht und von daher würde mich das mal interessieren. Aber nun ja, nichtsdestotrotz, ich werde es weiter verfolgen, beobachten das Ganze. Aber ja, es sind so Mysterien, wo man dann tatsächlich, ich sag's mal so, zwar Misserfolge hat, aber dementsprechend, da wir das Ganze ja austesten, was mitnehmen können, nicht wahr? Das heißt also, für die Zukunft wissen wir, wie es besser geht. Und darauf kommt es ja eigentlich an, deswegen mache ich den ganzen Kram ja hier überhaupt. Um selber etwas zu lernen, um euch zu zeigen, was passieren kann und dementsprechend auch, ja, dass man halt auch Misserfolge erzielen kann, selbst wenn man ein super Produkt kauft, wo man denkt, nicht wahr, und man wundert sich zu Hause, irgendwie funktioniert der ganze Kram nicht, was ist denn hier los, aber man hat keine Erklärung dafür, weil selber, wer testet das denn aus? Macht ja kein normaler Mensch, nicht wahr? Man kauft sich ja nicht 10 verschiedene Erden, um das mal auszutesten, was wie wo da drin wächst und dann auch noch verschiedene Pflanzen. Und von daher machen wir das gemeinsam weiter, um das Ganze zu beobachten. Ja, es ist aber, na, ja, mein Gott, man könnte sich drüber aufregen, ehrlich gesagt. Aber ich, was willst du dazu sagen, Mensch? Mann, echt, das ist so ärgerlich. Ja, verlässt du dich drauf, kaufst was und, ja, 1, 2, 3 ist alles ganz anders, als man denkt. Nun ja, bleibt auf jeden Fall weiter zu beobachten, wie dann die Pflanzen sich dementsprechend entwickeln. Auf jeden Fall ist hier das Wachstum wesentlich schneller als in der Erde hier. Wenn wir überlegen, die Pflanze ist einen Monat älter als diese Pflanze, kann irgendwo nicht sein, nicht wahr? Aber nun ja, fuck, vielleicht hat es auch Vorteile auch nicht. Aber ist Quack mit Soße. Ich hör jetzt erstmal auf für heute, weil das hat mich jetzt gerade richtig aufgeregt, ehrlich gesagt. Weil ich mir, man sieht es ja, aber irgendwann machst du Gedanken drüber und denkst so, oh scheiße, ne, was ist hier los? So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, eure Römisch und viel Spaß an den Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Tja, nu, ich meine, wir können zumindest etwas mitnehmen. Und ich muss es euch zeigen, nicht wahr? Weiß Bescheid, weil sonst mache ich hier ja Hokuspokus und verstecke alles und wäre Blödsinn, nicht wahr? Von daher muss ich euch das zeigen. Tja, mache ich mir jetzt noch ein paar Gedanken zu, würde ich sagen.
Nicht vergessen. Nein, nein, nein.